Dann kommen die ganz Schlauen. Das ist ganz neue Mode. Wenn Allah weiß, dass die meisten Menschen oder viele Menschen in die Hölle gehen, warum hat er sie dann erschaffen? Wenn er weiß, dass sie in die Hölle gehen, warum hat er sie dann erschaffen? Was will dieser Typ sagen? Was will er sagen? Er will sagen, Allah ist dazu verpflichtet, diejenigen, von denen er wusste, dass sie aus ihrer eigenen Übelkeit, aus ihrem eigenen Bösen heraus Böses tun, dass Allah dazu verpflichtet wäre, die zu retten, indem er sie nicht erschafft. Wer bist du, um Allah anzuklagen? Allah sagt im Koran, und merkt euch diesen Vers, liebe Geschwister. Merkt euch diesen Vers. Und diesen Vers könnt ihr für viele Sachen benutzen, wo Leute mit Unverschämtheiten gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala kommen. Was sagt Allah? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Er wird nicht nach dem zur Rechenschaft gezogen, was er gemacht hat, sondern sie werden zur Rechenschaft gezogen. Allah wird nicht zur Rechenschaft gezogen. Du kleiner Mensch, der in der liberalen Welt aufgewachsen ist, wo er denkt, er könnte bei jeder Sache den Mund aufmachen, du musst verstehen, vor Allah subhanahu wa ta'ala hast du nichts zu melden. Allah kann dir auch befehlen, dass du dein ganzes Leben auf einem Bein stehst. Weißt du warum? Weil du Allah gehörst. Und Allah mit dir machen kann, was er will. Und das ist eine Sache, das ist der Respekt, den wir, alhamdulillah, gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala haben. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiban.